Sascha will Denise Hände an seiner Maschine? Das ist auch das, was mich an Denise so reizt, dass sie mit den Maschinen auch eine super, super Handführung hat, ne? Ein neuer Bauer hat doppeldeutige Bewerberinnen? Ja, weil ich liebe Eier. Das ist auch nicht schlecht. Und der Landbachelor greift zu. Das ist nicht ganz selbstlos von Patrick. All das und noch einiges mehr gab es in der zweiten Folge von Bauer sucht Frau 2020. Und ja, ich weiß, dass ich immer noch ein bisschen hinten dran bin. Und die wird von mir natürlich heute wieder kommentiert, parodiert und analysiert. Hallo und herzlich willkommen bei Bauer sucht Frau. Anfangen wollen wir heute auf dem Hof von Denise, auf dem ja gleich zwei Muskelprotze um ihr Herz kämpfen und beide schlecht geschlafen haben. Moin. Na, Kollege? Schon lange wach oder was? Boah, aber ich komme doch irgendwie kaum pennen, ey. Tja, allerdings hat das mit dem Schlechtschlafen nichts mit Aufregung oder zu viel gespritzten Steroiden zu tun. Nein, das liegt an Geräuschen, die man sonst eher aus den Flitterwochen kennt. Wieso? Ja, das habe ich auch die ganze Zeit. Ja? Ich dachte, du hast ja sonst was gemacht. Ja, und sogar Denise ist davon wach geworden und hat sich wahrscheinlich auch ganz komische Sachen vorgestellt. Sobald Till ja geatmet hat, als hätte er da irgendwelche Orgien mit sich selber gefeiert. Orgien mit sich selber? Nee, sowas macht Till nicht. Nein, jetzt aber mal Schluss mit den doppeldeutigen Anspielungen, denn natürlich hat Till sich dann nur einen Eiweißshake gemacht, der bei seinem Mitkonkurrenten jetzt nicht so gut ankommt. Mein Tee ist nicht so aufregend. So ein Potenzshake. Sascha versucht währenddessen lieber Gemeinsamkeiten mit Denise herauszufinden. Und da gibt es auch gleich eine besonders romantische. Und warum zum Teufel isst Till eigentlich Kuchen zum Frühstück? Das ist ja schon mal cool, dass du nicht frühstückst. Cool ist das. Ja, ich bin auch kein Frühstücksmensch. Naja, aber dass Denise nicht frühstückt, hat wahrscheinlich auch wirklich handfeste Gründe. Denn so richtig geschickt ist sie in der Küche jetzt nicht. Oh, ganz talentiert. Ich kann das richtig gut. Später soll dann gemeinsam im Stall gearbeitet werden. Und dafür haben sich die Männer auch extra ein bisschen rausgeputzt. Aber vielleicht ein bisschen zu sehr. Ihr wisst aber schon, dass die Kühe euch nicht schön finden müssen, ne? Also ehrlich gesagt, wenn ich eine Kuh wäre, würde ich mich schon freuen, wenn mein Bauer oder meine Bäuerin ein bisschen sexy ist. Aber Denise sieht das ganz anders. Das ist ja kein Laufsteg. Also völlig fehl am Platz bei mir. Ja, und weil Sascha Denise wirklich in allem zustimmt, was auch immer sie sagt, haut er natürlich Till betreffend gleich in die gleiche Kerbe. Der übrigens genau das gleiche Oberteil anhat, was er damals, als er bei mir war, auch anhatte. Ich sage mal so, wenn man mit der Arbeit nicht glänzen kann, dann muss man irgendwie mit dem Aussehen irgendwie glänzen. Naja, aber ihr müsst doch erstmal abwarten, ob Till überhaupt einigermaßen auf dem Hof arbeiten kann. Wobei ich da auch leider zugeben muss, kann er eher nur so mittel. Sah ein bisschen ulkig aus, also auch wie er die Forke festgehalten hat. Gut ist ja schon mal, dass er es richtig rum in die Hand genommen hat. Die Kühe waren aber immerhin von Till richtig begeistert und wurden sogar ziemlich laut. Dann sollte auch schon der nächste Arbeitsschritt folgen, für den Denise eine große Maschine aus einem Stall holte. Und Sascha ging direkt sein Klappmesserchen auf. Das ist auch das, was mich an Denise so reizt, dass sie mit den Maschinen auch eine super, super Handführung hat, ne? Und auch Till war mehr als begeistert. Also liebe Frauen, falls ihr unbedingt einen Mann finden wollt, kauft euch offensichtlich einfach eine landwirtschaftliche Zugmaschine. Wenn eine Frau einfach ihre Leidenschaft so lebt, dann finde ich das in jeder Hinsicht sexy. Ja, und dann geht es erstmal darum, diesen Ballen von seinem Gummi zu lösen. Also etwas, was Sascha wahrscheinlich später bei Denise auch gerne nochmal im Schlafzimmer machen würde. Und dabei stellt er sich auch wieder ziemlich gut an. Sascha nimmt sofort, schneidet den Ballen auf, Till steht und guckt. Aber auch Till hilft dann fleißig mit, Bot inklusive. Sehr elegant, Till. Sieht aus wie eine Ballerina. Ja, klasse. Naja, aber irgendwie ist Ballerina ja auch mit was Gutem verknüpft. Und deswegen nimmt Till diesen Spott dann einfach und macht ein Kompliment draus. Eine Ballerina ist nicht nur mit Power mit dabei, sondern auch ein bisschen Eleganz. Und das nehme ich doch als positives Kompliment auf. Aber auch beim nächsten Arbeitsschritt kann Till scheinbar nicht völlig glänzen. Denise ist aber auch ein bisschen anstrengend. Till piekst da rein wie so ein Mädchen. Was? Naja gut, jetzt ist das mit dem Arbeiten auf dem Hof aber ja nur eine Sache. Denise denkt natürlich auch schon mit einer Etage tiefer. Till ist natürlich echt ein hübscher Mann. Sascha fühlt sich jedenfalls definitiv als Gewinner. Er ist quasi der Effektivitätsmeister. Ich denke mal, dass ich mit der Arbeit effektiver war als er, weil er sich da irgendwie mehr oder weniger nur so einen abgespielt hat. Und die zweite Disziplin an diesem Tag sollte dann ein handfester Wettbewerb sein. Denise freute sich schon.
Da können die Bauernbuben mal Kraft messen. Das ist eigentlich echt nur so ein Spiel, Kräfte messen. Ja, und bei diesem Spiel sollte es dann darum gehen, möglichst schnell einen Ballen von einem Ort zum anderen zu bringen. Und der Preis war sogar das erste Einzeldate mit Denise. Wo es darum ging, dass es die erste Einzelverabredung war um Denise, ist bei mir eigentlich Verlieren nicht mehr in den Sinn gekommen, ne? Tja, und dann war es auch schon soweit und die beiden Kraftpakete starteten mit einem relativ eindeutigen Gewinner. Naja gut, aber Till war sich immerhin sicher, dass das jetzt nichts mit seiner mangelnden Kraft oder Technik zu tun hat. Er ist halt leider einfach zu groß. Und das höre ich übrigens auch immer. Ich denke mal, dass es bei mir daran nicht geklappt hat wegen der Hebelwirkung. Er ist ein bisschen kleiner und ein bisschen kompakter. Tja, dementsprechend bekam Sascha dann wie gesagt tatsächlich das erste Einzeldate, das auch gleich super romantisch startete. Auseinandernehmen oder was? Naja, und dann fuhr man ein bisschen gemeinsam mit dem Trecker rum und Denise machte auch gleich mal sehr deutlich, was sie jetzt nicht möchte. Wir machen jetzt hier aber nicht einen auf Superromantik, ne? Das liegt mir nicht. Nee. Gut. Und daran versuchte sich Sascha dann natürlich auch eisenhart zu halten und glotzte einfach auf Denise Arsch. Wie unauffällig. Ja, und danach unterhielt man sich dann auch auf einem relativ schlechten Niveau irgendwo im Nirgendwo. Denise war begeistert. Es war auf jeden Fall so ein Kribbelgefühl, weil es da einfach super harmoniert hat und wir super klargekommen sind. Bauer Nummer 2 heute ist dann Schottenfan Lutz, der sich sehr auf seine Hofwoche freut. Ich bin jetzt froh, dass Steffi da ist und es ist schon schön, jetzt mal wieder eine Frau im Haus zu haben. Ja, und was ist logischerweise das Erste, was man dann mit einer Frau unbedingt machen möchte? Richtig arbeiten. Nein, wir müssen jetzt mal noch schnell fahren, eine Herde Tiere umstecken. Und ich muss noch ein paar Sachen laden. Allerdings, das muss man zugeben, ging es zwischen den beiden wirklich von Anfang an sehr romantisch zu. Und Lutz nutzte auch jede Gelegenheit, um mal seine Hand auszufahren. Macht sehr viel Spaß mit dir. Ja, ja. Finde ich auch. Und davon war Steffi auch mehr als begeistert. Also entweder sie hat eine polyneuropathische Störung oder ist verliebt. Wenn so eine Berührung schon so etwas in mir auslöst, was dann noch auf mich zukommt. Bei den Rindern ging es dann erst einmal darum, sie ein bisschen zu füttern. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da der Einzige bin. Es klang gleichzeitig auch ein bisschen doppeldeutig. Ja, kannst du das Brötchen in der Hand nehmen und bloß so mit den Händen so vorne halten. Ja, nachdem Steffi dann aber gelernt hatte, wie man das Brötchen richtig hält, ging alles wie geschmiert. Die haben das auch genossen mit Steffi auf der Weide. Das fand ich natürlich toll. Na gut, dann konnte es ja direkt weiter mit dem nächsten Arbeitsschritt gehen, den Lutz uns hier nochmal rhetorisch hervorragend erklärt. Ja, Kühe jetzt haben Hunger. Ja, und weil die Tiere noch Hunger hatten, fing man dann an, plötzlich irgendwelche Metalldinger in den Boden zu schlagen. Und ich habe keine Ahnung warum, aber Steffi stellte sich dabei immerhin gut an. Mach mal. Jawohl, super. Tja, und auch von dieser Performance war Lutz wieder mehr als begeistert. Nur an seiner Wortwahl müssen wir vielleicht nochmal arbeiten. Steffi ist aufgeweckt, tut mir helfen. Das finde ich natürlich eine tolle Sache. Nachdem die Arbeit dann geschafft war, setzte man zu einem gemeinsamen Ständchen an. Wie schön! Wasser überall. Und wir haben nichts zu trinken. Bei so viel Gesangeskunst flossen bei Steffi dann verständlicherweise die Tränen, aber auch da war Lutz wieder gleich zur Stelle. Ist schön, dass dir gefällt. Und wieder zu Hause angekommen, setzte Lutz dann auch noch einen drauf. Aber auch das klang schon wieder ein bisschen doppeldeutig. Ich hab noch mal was vorbereitet. Kommst du mal mit? Gerne. Glücklicherweise befand sich die Überraschung dann allerdings nicht in Lutz' Hose, sondern auf seinem Tisch, nämlich eine Torte. Ist die schön? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Naja, und ich muss ehrlich zugeben, ich finde diese Torte wirklich super schön, aber an irgendwas erinnert die mich. Ich gucke auf die Torte und irgendwie sah die aus wie eine Hochzeitstorte. Naja gut, aber ich meine, ihr müsst jetzt ja vielleicht nicht unbedingt sofort heiraten. Probiert doch bitte erst einmal die Torte, die Steffis Gesichtsausdruck nach auch wirklich super schmeckte. Lecker, oder? Zuckersüß. Der dritte Hof, zu dem wir heute gehen, ist der vom Landbachelor, der sich ja wie in der letzten Folge schon gesagt gleich 3 Frauen eingeladen hat. Schwäbin Sophia, Niedersächsin Antonia und Münchnerin Julia. Ja, und weil Patrick mit seiner Persönlichkeit jetzt ja nicht unbedingt so sehr punkten kann, entschied er sich für etwas, was bei RTL immer geht, nämlich Alkohol. Deswegen habe ich mir gedacht,
lass ich mich nicht lumpen, gibt's einen Gin Tonic. Tja, Bauersuchtfrau, typisch holte er dann seine Frau natürlich mit einem Trecker ab. Und für die war das sowas wie ein Lottogewinn. Erstmal gefreut, ich war geflasht. Und auch von Patricks Papa waren die drei mehr als begeistert. Die mögen aber auch echt alles. Könnte ich mir perfekt als Schwiegervater vorstellen. Naja, und damit die Frauen dann mitfahren können, musste man sie jetzt ja irgendwie in den Anhänger bekommen. Patrick half da gerne nach. Das ist nicht ganz selbstlos von Patrick. Ja, aber auch mit sexueller Belästigung noch vor dem ersten Date waren die Frauen mehr als einverstanden. Die brauchen wohl ganz dringend Instagram-Follower. Ja, ich glaube, er hat die Ansicht genossen. Er hat nicht weggeschaut auf jeden Fall. Und auch die alkoholische Überraschung kam richtig gut an. Aber das kann ich gut verstehen. Ich glaube, Tim Tonic vom Sommerhaus wäre auch gerne dabei gewesen. Ein gutes Getränk, hat er sich was einfallen lassen. Hat mir gut gefallen. Ja, das einzig Blöde war dann, dass die Fahrt ziemlich holprig war und der Glasinhalt nicht unbedingt an seinem Platz blieb. Ja, es war ganz schön wackig da hinten drauf. Gleich ist mal der Gin Tonic über meine Hose gelaufen. Naja, aber was macht man dann halb nass und mit Alkohol stinkend hinten auf einem Trecker mit viel zu vielen Frauen? Patrick hatte einen tollen Vorschlag. Komm, wir machen es uns mal ein kuschelig, oder? Die Frauen fanden aber auch das wieder super. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die hätten auch eine Lebertransplantation ohne Narkose schön gefunden. Ja, ist natürlich schön. Auf Patricks Hof gab es dann aber endlich mal ein echtes Highlight. Babyhunde. So viele neue Frauen. Danach zeigte Patrick den Frauen dann erst einmal den heimatlichen Hof und insbesondere auch seine Ahnengalerie. Ja, also im Flur, die ganzen Rinderbilder waren natürlich mega süß. Und auch die etwas ungewöhnliche Wohnzimmerarchitektur kam gut an und Patrick wurde immer mehr und mehr flirty. Kannst du mir das auch bauen? Ja, wenn du hierher ziehst, dann ist es ja schon da, oder? Ja, diese stürmische Bemerkung kam bei den anderen Frauen dann auch super an. Das finde ich natürlich überhaupt nicht gut. Und danach schaute man sich auch noch ein großes Aquarium an, wobei das quasi eigentlich auch nur die Erweiterung des heimatlichen Kühlschranks ist. Ja, das sind Essfische, wenn man wollte. Kannst du die essen? Und auch Patricks Zimmer selbst kam bei den Frauen super an. Und das, obwohl es ziemlich dreckig und unaufgeräumt war. Aber das räume ich auch gerne weg. Das würde ich auch gerne machen. Aber dafür hätte er ja dann mich. Ja, und nach dieser Führung durch das Horrorhaus waren die Frauen sich dann endgültig sicher. Entweder sie haben starkes Sodbrennen oder Schmetterlinge im Bauch. Ja, ich bin schon so ein kleines bisschen verliebt. Also ich habe auf jeden Fall schon Schmetterlinge im Bauch. Draußen auf dem Balkon wartete dann schon eine leckere Köstlichkeit auf die Frauen. Da musste Patricks Mama wohl Überstunden machen. Da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen. So. Den ganzen Tag schon am Schnippeln. Und dann passierte endlich das, worauf die Frauen schon die ganze Zeit gewartet hatten. Fütterung mit Wurst. Der nächste Bauer, den wir uns dann ansehen wollen, war Hundefreund Thomas, der am Morgen erst einmal den Dress seiner Bewerberin bewertete. Ja klar, passt das. Gut. Die werden sich nicht erschrecken. Wer weiß. Komm. Und dann ging es auch direkt zu Thomas' liebsten Hoftieren, die seiner Frau offensichtlich lieber waren als er selbst. Esel, da habe ich mich schon drauf gefreut. Ja? Ja. Ich dachte auf mich. Ja, und dann merkte man auch ganz schnell, dass Thomas offenbar ein ganz kleines bisschen zur Eifersucht neigt. Anders kann ich mir seine Äußerungen jedenfalls nicht erklären. Du bist aber süß und so lieb. Fast wie ich. Naja, und auch das Streicheln und Kraulen der Esel gefiel Thomas scheinbar nur so mittelmäßig. Er wollte halt langsam endlich mal seine eigene Hose aufmachen. Ich hoffe, das packst du bei mir auch so mit dem Kraulen und so. Das können wir gerne mal ausprobieren. Naja, fairerweise muss man allerdings sagen, dass Kraulen und Schmusen jetzt bei Thomas definitiv nur auf Platz 2 seiner Lieblingsliste kommt. Auf Platz 1 ist nämlich schon Essen. Wie bei mir. Es gibt mir Schnitzel und ich laufe überall hin. Echt? So einfach ist das? Ja. Danach sollte es dann noch einen Ausflug zu den Ziegen geben, bei denen Thomas nochmal sehr romantisch erklärte, warum man die eigentlich geschlechtsgetrennt hält. Das ist wie bei den Menschen. Irgendwann, wenn die geschlechtsreifen, dann würden die alle durcheinander vögeln. Hi. Naja, aber wie soll ich sagen? Scheinbar wussten die männlichen Ziegen gar nicht, dass die anderen auch alles Männer sind. Das ist die Probe zum Warmwerden. Ja, man muss auch mal üben. Als nächsten Schritt wollte man dann gelbe Säcke an Holzstangen befestigen, was ziemlich komisch klingt, allerdings tatsächlich dabei helfen kann, Rehkitze von einer Wiese zu vertreiben. Schlechte Kondomanspielung inklusive. Ey, das hier, guck mal. Ich hab's das muss irgendwie gemacht. Fest sein. Nicht alles, was man einmal so drüber streift, ist gleich fest. Sag mal du, Thomas, ich habe ja auch einen ziemlichen Pimmelhumor, aber ein bisschen übertreibst du schon, oder? Oh, aber das ist mir Latte.
Also Dachlatte. Tja, und dann wurde Thomas Flock auch schon in die Erde gestoßen. Und ich sollte jetzt wirklich dringend mit diesen Sätzen aufhören. Würdest du das dann immer machen bei mir? Gerne, wenn ich darf. Auf jeden Fall. Der nächste Bauer war dann ein ganz neues Gesicht, nämlich Rüdiger, der überwiegend Geflügel hält. Ich habe 900 Legehühner, die Eier für mich legen und die dürfen alle im Freiland herumspringen. Zusätzlich hat er allerdings auch noch ein paar Schweinchen, zu denen er offenkundig eine ganz besondere Beziehung pflegt. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man zu den Schweinen kommt und die hören die Stimme und rasen dann her, weil sie hoffen, dass es ein Leckerli gibt. Tja, und das klingt ja eigentlich wunderschön und Rüdiger könnte so glücklich sein, aber er weiß halt nicht genau, wohin mit seiner Sahne. Aber es fehlt einfach noch dieses letzte i-Tüpfelchen, dieses Sahnehäubchen. Das ist wie ein Erdbeerkuchen ohne Sahne. Glücklicherweise hat RTL aber auch ihm natürlich dann eine ganze Menge Post von potenziellen Bewerberinnen zugestellt. Und erschreckenderweise hat er sich nicht nur die Fotos angeguckt. Optisch ist halt das eine, aber mich interessiert der Mensch, der da dahinter steht, hinter so einem Brief. Tja, sehr sympathisch. Und am Ende hat er sich dann drei Frauen ausgesucht und eingeladen, die auch schon ziemlich nervös sind. Das ist also wirklich so ein Kribbeln im Moment rauf und runter, aber das schwankt noch zwischen angenehm und unangenehm. Ja, und eine seiner Bewerberinnen erklärt uns dann auch nochmal ganz genau, warum es denn ausgerechnet Rüdiger sein soll. Und nein, ich mach diesen zweitklassigen Witz jetzt nicht. Ja, weil ich liebe Eier. Das ist auch nicht schlecht. Tja, und die Frauen stellen sich dann auch schon vor, wie Rüdiger sie wohl abholen würde. Also entweder mit einer Kutsche oder einem Trecker oder halt vielleicht auch einfach so. Mit voller Wagen. Hi. Ja, hallo. Naja, und von diesem Anblick sind die Frauen dann auch mehr als begeistert. Komische Komplimente inklusive. Das sieht gar nicht nach Bauer aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Gefällt mir sehr. Naja, und wie einige Männer vielleicht wissen, ist der Umgang mit drei Frauen gar nicht so einfach. Gut, dass Rüdiger sich da auskennt. Wie löst man so eine Situation elegant? Klar, eine links, eine rechts. Tatjana ist halt ein bisschen näher rausgegangen. Ja, und außerdem erklärt Rüdiger dann auch nochmal, warum er jetzt eigentlich mit einem Bollerwagen gekommen ist. Was, finde ich, irgendwie gleichzeitig cool und ein bisschen traurig klingt. Auf dem Bauernhof wirst du überall deponiert als Kind, wo du nicht störst. Und dann war das dieser Wagen mein Schicksal. Später beim Essen erklären die Frauen dann Rüdiger überhaupt erstmal, warum sie sich für ihn beworben haben. Und eine von ihnen ist scheinbar schon schockverliebt. Ja, und irgendwas hat da irgendwie ein bisschen so geblitzt. Ja gut, aber da ist sie dann doch nicht ganz alleine. Denn Mitbewerberin Anke stellt sogar schon Besitzansprüche an. Den will ich haben. Ich will den haben. Logischerweise bekommt Rüdiger dann auch wieder ein paar mittelgute Geschenke überreicht. Das hier war mein persönliches Highlight. Wow, ich bin die Sahne. Es war zu befürchten, dass das kommt. Ich habe die Vorlage gegeben und es musste irgendwann auch wieder zurückkommen. Und auch bei Rüdiger gibt es mal wieder ein wundervolles Hundegespräch. Und auch hier scheinbar wieder einige Diskrepanzen. Ja gut, solange die Hunde nicht im Bett schlafen, ist das alles okay. Also okay. Und eine der anderen Frauen drehte die Frage dann mal um und wollte von Rüdiger wissen, warum er sie denn eigentlich eingeladen hat. Mit einer wenig ermutigenden Begründung. Die Frage, warum hast du dich denn eigentlich für mich entschieden? Da wusste ich noch nicht, dass du so eine Quasselstrippe bist. Tja, am Ende musste der Bauer sich dann natürlich auch schon für eine Frau entscheiden. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte die gleiche genommen. Als ich in mich gegangen bin, habe ich mich entschieden, dass Tatjana da bleiben darf. Ja, die anderen Frauen nahmen das allerdings nicht nur ziemlich gelassen, sondern buhlten sogar schon um eine Rolle bei der vielleicht anstehenden Hochzeit. Wäre ich gerne deine Trauzeugin. Tja, und das war's dann tatsächlich auch schon wieder mit dieser Folge von Bauer sucht Frau. Aber auch die nächste wird gut. Denn bei Thomas gibt es Drama. Ansonsten fehlt mir von dir mal ein Signal, was du für mich empfindest. Okay. Und beim Landbachelor Tränen. Ja, mir geht's nicht so gut, da ich jetzt schon starke Gefühle für dich aufgebaut habe. Wenn du möchtest, dass ich auch das noch kommentiere, wäre es jetzt wirklich super cool, wenn du meinen Kanal abonnierst. Weil ich bin ganz ehrlich, die erste Folge kam jetzt nicht so richtig gut an. Und aus Zeitgründen muss ich mir halt immer relativ genau überlegen, was ich eigentlich so kommentiere. Oh, und was auch noch dem Algorithmus gut tut, ist übrigens ein Daumen nach oben. Aber den musst du natürlich sowieso geben, denn sonst musst du bald Thomas kleinen Esel streicheln.